Christian Weber ist ein Teil der Devils Unplugged. Und in Christian habe ich eigentlich auf der einen oder anderen Auswärtsfahrt einfach einmal zumindest kennengelernt. Stimmt. Ja, genau, in Klagenfurt zum Beispiel, wie wir noch in der Regionalliga waren. SAK war das, glaube ich, gell? Genau, mit den zwei roten Karten. Und ja, also du bist ein Hardcore-Fan und bist relativ lang schon dabei. Ja, also das 85er Jahr, ich bin ein 78er. Hast nicht so wirklich. Habe ich fußballerisch nicht so bewusst miterlebt, ja. Aber der Papa hat mich mitgenommen ins Stadion, da war ich so 6, 7 Jahre. Die klassische Karriere, Papa nimmt mit. Ja, und das war schon ein bewegender Moment. Du bist aber schon relativ viel auswärts damals unterwegs gewesen, wenn das die Zeit zugelassen hat. Genau, ja, so wie heute, wann es halt geht von der Zeit her. Und ihr drei miteinander, also du hast zuerst, glaube ich, gesagt, stößt vielleicht einmal die Bandmitglieder. Ja, gern. Also zu meiner Linken am Akkordeon. Ein Akkordeon haben wir? Der Günther Zachl aus Kramsmünster. Ist also eher der nicht so viel mit dem Fußball zum Tag hat, glaube ich, oder? Also ganz wenig, muss ich sagen. Aber wenn, dann interessiert mich immer mehr und mehr. Ich schaue mir gelegentlich schon Spiele an und ich bewundere eigentlich diese Leistung, die Spieler erbringen. Ja. Aber nur für mich, als Laie ist es so, ich sage, die sind alle fast gleich gut. Es geht einfach immer nur um eine gewisse mentale und eine psychologische Sache. Einmal gewinnt halt der eine und einmal gewinnt der andere. Und was mir ganz besonders gefällt, der Quetschen ist einfach durch und durch schwarz-weiß. Ist aber Zufall jetzt, oder? Ist aber Zufall, oder? Das ist Zufall. Ich meine, bei den Tasten sowieso ist kein Zufall, aber beim Rest. Christian, hast du ihm da geholfen beim Aussuchen von dieser Quetschen? Nein, da haben wir uns noch nicht einmal kennt, glaube ich, gell? Die ist nur aus der Studienzeit. Genau. Naja, nicht Studienzeit, sondern die habe ich mir gekauft, wie ich als Alleinunterhalter mal angefangen habe. Im Jahr 86 das Ding hat gute Dienste geleistet, muss ich sagen. Es steht halt nicht LASK um, wenn es schwarz-weiß ist. Aber. Und ihr seid aber alle drei Devils Unplugged? Oder? Genau, ja. Okay. Also die ganze Stammformation, glaube ich, seid ihr? Ja, das war der Bruno und ich haben uns Bruno kennengelernt dabei, am Würstelstandl, ja, wenn ich vorstellen darf, das ist der Sommerhuber Bruno zu meiner Rechten an der Gitarre. Hallo, grüß euch. Hallo. Wir haben uns einmal getroffen auf dem Würstelstandl und da haben sie so ein Hallgerät gebracht, da haben sie zwei gespielt damals und die Idee von Christian war gleich, wir fahren heute noch in Stiftschank auf die Braum. Das war am 10. Jahr auf die Nacht. Stiftschank, muss man sagen, Kremsmünster. Genau, Kremsmünster. Seid ihr alle drei Kremsmünster? Ja. Alle drei, ja. Und also, mein Kombi reingepackt, sind wir aufgefahren, haben wir geprobt und ich habe keine Gitarre mehr gehabt, aber dann habe ich die gespielt und er hat gesagt, hey, super, passt schon, und dann der. Und nächsten Tag haben sie beim Galeriecafé gespielt und gesagt, dann haben sie die Gitarre mit und bleiben sie gleich und ja, genau so war es. Und kurz nach diesem SAK-Spiel, was du zuerst erwähnt hast, war ja in Pfarrkirchen, im Vorgarten war das Vorfest oder Erstkommunion? Oder Vorfest, irgendwas, ja. Auf jeden Fall denke ich, den kenne ich auf der Bühne und dann ist mir das geschossen, das ist der vom SAK-Platz und seitdem bin ich, ganz ehrlich, ein Fan der Devils Unplugged. Weil, und das war auch sensationell für mich, keiner so wirklich diese Osbornkurte-Geschichten. Osbornkurte kennt ja ihr also perfekt, also da waren zwei, drei Nummern dabei und der Ursprung unserer Sendung ist ja, das muss ich jetzt kurz ausholen. Wir wollten ja mal ursprünglich ein bisschen so eine Trost- und Ratsendung von, wie es der Osborn Kurti, also der Willi Resitaritz gehabt hat, auf einem Wiener Privatsender, wollten wir mal machen. Und aus diesem sind wir über Umwege zum LASK gekommen und dann, wir waren große Osborn Kurti-Fans, der Wolfgang und ich, die Sendung gegründet haben. Und dann habe ich euch gehört und habe mir gedacht, die möchte ich einmal im Studio live haben und das haben wir heute. Ja. Und heute spielt sie für uns. Ein, zwei? Ja, drei Lieder haben wir vorbereitet. Also das erste Lied ist ein eigenes Lied. Freibier? Das gibt sogar auf CD. Auf CD, ja. Jetzt, ich meine, wir sind ein freier Sender, wir kriegen nichts dafür, dass wir da was machen. Aber Freibier gibt es eine CD von den Devils Unplugged. Ja. Und die ist käuflich zu erwerben, nehme ich an. Genau. Und du kriegst eine geschenkt natürlich.
Und ich werde das bei der nächsten Sendung mit Sicherheit auch vorspielen. Und jeder, der sich dann eine Devils Unplugged CD kaufen will, der soll mir eine PN schreiben. Genau, das ist eine gute Idee, ja. Und über unsere Sendung vertrauen wir mindestens, sage ich mal, ein paar CDs von Devils Unplugged, weil die Jungs sind wirklich gut und das zeigen sie uns jetzt. Die Devils Unplugged live auf Radio B138 bei Legendär und Air. Los geht's, Burschen. Ich bin wieder frei. So frei wie ein Freibier, aber angebunden wie ein trockener Wind. Schneid die Schnur ab, halt meine Fässer an, lass mich fliehen, so hoch ich kann, bis ich dich nur mehr als Carbon ziehe. Ich bin wieder frei. Wohin der Weg führt, kann ich mich aber fragen. Ich bin wieder frei, so frei wie ein Freibier. Ich flieg heut noch ganz weit. Der Wind wird müde, legt sie nieder, eine starke Hand mit einer Schnur, die mich jetzt einfahren. Ich bin wieder frei, so frei wie ein Freispiel, und dazu ein schnurloser Drachen im Wind. Dass ich nicht abstürz und weißt du dann noch, ob ich das wer da ist und der mich findet. Das wer da ist und der mich findet. Danke, danke, danke. Also wirklich, also ich habe nicht zu viel versprochen, hoffe ich. Also die Devils Unplugged, das ist schon, das war Eigenkomposition, oder? Das war Eigenkomposition, ja. Weltklasse. Wer ist da bei euch der Texter? In dem Fall war das ich, ja. Hat das irgendwie einen autobiografischen Hintergrund? Ich meine, muss ich fragen, weil... Naja, es war eine sehr intensive Schulzeit. Ja. Und nach der Matura, also ich habe einen Herbsttermin gehabt. Diejenigen, die in eine höhere Schule gegangen sind, wissen jetzt, was gemeint ist mit einem Herbsttermin. Ja, und das war jetzt schon sehr intensiv, einfach nervlich. Und da ist halt dann wirklich ein großer Brocken runtergegangen. Ja. Und den hast du verewigt in einem Song. Genau. Ja, wie gesagt, also ich freue mich wirklich schon auf diese CD. Also, ja, die danke. Also, der wird sicher die Bock im Eiern tun, und den Christbaum, auf jeden Fall. Genau. Und jetzt haben wir noch eine zweite Scheibe von euch. Ja, also die nächste ist von CCA. CCA, vom Fenster. Jetzt weiß ich nicht mehr von John Fogerty. Lodi. Das handelt über seine Stadt. Und, okay, der heißt Lodi. Lodi? Lodi. Satt okay. Soweit. Weißt du das? Okay. 1, 2, 3, 4. Musik.
sensationell. Also ich bin begeistert und man sieht es, glaube ich, den Grinser, glaube ich, kriege ich jetzt gar nicht mehr so richtig aus dem Gesicht. Devils Unplugged. Ihr seid auch zu buchen, nehme ich an. Ja, für alle Veranstaltungen. Für alle Veranstaltungen. Und apropos Veranstalter. Ihr habt jetzt da hinten unsere Terrassen gesehen, hinterm Studio. Mhm. Vielleicht passt es bei euch einmal im Sommer. Und wir machen am Montag eine Juli- oder Juni-Sendung, vielleicht eine Aufstiegssendung mit Christoph Königslehner, der im Sommer einen Pott Glühwein trinkt mit mir. Ja, da fahre ich nicht selber, Christoph, das verspreche ich dir. Und vielleicht mit den Devils Unplugged, weil die Burschen sind super. Christoph, war das nicht irgendwie eine Idee für ein Lask-Sommerfest oder so, so mit Fans, die was kennen und Devils Unplugged live im... Du musst ins Mikrofon sprechen, weil... Liebe Devils, Gratulation, lässige Musik. Ja. Das ist der Hammer. Gute Warschneuner, ja. Also wirklich, war nicht schlecht. Gratulation. Also, ja. CCA und alles, die haben alles im Programm. Ich kenne ja das ganze Programm auch schon. Ich glaube, du hast die CD noch nicht, jetzt kenne ich mich nicht aus. Aber ich habe die beim Vorfest im Vorkirchen, habe ich sie live erleben dürfen, die Devils Unplugged. Und ich sage das, im Sommer machen wir da hinten ein Sommerfest. Alles klar? Christoph, bist du dabei? Gern, natürlich. Sommerfest von Legendär und Er, irgendeine Sommersendung machen wir mal und dann geben wir uns das da hinten auf eine volle Kanne. Also ich meine, musikalisch gesehen natürlich. Und ein Glühwein gibt es auch. Freibier vom Holzier gibt es auch, ja genau. Freibier, das ist ein guter Stichwort. Ich bedanke mich bei den Devils Unplugged, also endlich hat das hingehauen und ich muss sagen, ein dritter Scheibe, natürlich, geht schon los. Dritte habt ihr von? Johnny Cash, natürlich wollen wir die hören. Dritte geht schon los und eine dritte Scheibe, die lassen wir uns nicht nehmen. Auf geht's. It's a burning thing, and it makes a fiery ring. Bound by my desire, I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down. And the flames went higher, and it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire. Love is sweet. Wet heart like our sweet. I felt for you like a child. Oh, but the fire was wild. Yeah, I fell into a burning ring of fire. Bravo!
Sensationell. Und mit dieser Scheibe Ring of Fire gehen wir jetzt in einen kleinen Umbau. Und